Ahoi, hier ist die Marktminute von P07. Warum können Sie es eigentlich nicht leisten, Ihre Marke zu vernachlässigen? Vor 7 Jahren ging die Drogeriekette Schlecker in die Insolvenz. Ca. 25.000 Mitarbeiter verloren dabei ihren Arbeitsplatz. Neben betriebswirtschaftlicher Fehler führt auch maßgeblich die Vernachlässigung der eigenen Marke zu diesem tragischen Ausgang. Wenn Sie jetzt ganz spontan an Schlecker denken, welche Assoziationen fallen Ihnen ein? Unattraktive Verkaufsräume, unterbezahltes Personal, fragwürdige Mitarbeiterführung, schlechter Service. Leider konnte sich die Kette hauptsächlich durch diese negative Wahrnehmung von Konkurrenten wie DM oder Rossmann abgrenzen. Nur wenige Wochen vor der Insolvenz versuchte der Konzern noch, diesem schlechten Image etwas entgegenzustellen und die eigene Marke aufzupolieren. Und wie taten sie das? Durch ein überarbeitetes Logo und einen neuen Claim. Und das änderte gar nichts. Die Marke wurde natürlich nach wie vor als äußerst unattraktiv wahrgenommen. Wer in seiner Marke arbeiten will, der muss viel tiefer gehen, als nur die Fassade irgendwie aufzuhübschen. Durch die Marke kann ein Unternehmen über die eigentlichen Produkte hinaus Werte vermitteln, die Kunden schätzen und sich dadurch persönlich damit identifizieren. Genau das ist Schlecker aber nie gelungen. Aber es ist auf lange Sicht entscheidender, als auf den niedrigsten Preis oder das modernste Logo zu setzen. Bis zum nächsten Mal.